Istanbul ist voll krass und auf jeden Fall eine Reise wert. Warum? Ich zeig's dir in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Medes. Was auf jeden Fall super ist, ist, dass mein Fahrrad mit dabei ist. Mit meinem Fahrrad bin ich gerade in so einer Stadt wie hier in Istanbul völlig flexibel. Allerdings sieht man so gut wie keine Fahrräder. Ich bin vorher ein paar Kilometer hierher gefahren. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Kinderfahrräder gesehen. Ansonsten fährt hier niemand mit dem Fahrrad. Was man hier oft sieht, sind die Street-Roller. Die elektrischen Roller, die man überall ausleihen kann, die sieht man ab und zu. Fahrradwege habe ich hier noch keine gesehen und ich muss sagen, das ist echt gefährlich, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gern offensiv und schnell und so ein bisschen hier, da, zack, zack, zack fahre. Und mir entspricht es sehr, der Verkehr hier. Aber es ist trotzdem echt gefährlich. Da es keine Fahrradwege gibt, muss man entweder auf der Straße fahren oder auf dem Gehweg. Die Gehwege, die sind aber immer so voll, dass es da Slalomfahrer ist um die Leute rum. Man muss ständig bremsen und man kriegt kein Stück hin. Und auf der Straße hat man als Fahrradfahrer keinen Platz. In andere Städte und Dörfer und auch hier in Istanbul geht man so, wenn ich da mal auf der Straße fahre, dann hupen ganz viele Autofahrer, weil ich im Weg bin. Die sind es einfach nicht gewohnt, dass hier auf der Straße ein Fahrrad fährt. Und deshalb wird man einfach weggehupt. Alles in allem lohnt es sich auf jeden Fall, hier mit dem Fahrrad rumzufahren, weil man einfach viel schneller wie zu Fuß ist und weil die Strecke zwischen den Sehenswürdigkeiten schon sehr lang und weit sind. Und man muss nicht den öffentlichen Straßenverkehr nutzen, der hier für mich zumindest ziemlich unübersichtlich ist und wahnsinnsvoll. Und kulinarisch ist es natürlich der Hammer, was es hier alles gibt. Ja. Ich habe mir gerade erklären lassen, dass das auf der rechten Seite Lammfleisch ist und hier auf der linken Seite Hammer Huhn. Es gibt hier so viele Fußgängerzonen, die zum Teil wie die hier ein paar Kilometer lang ist und arg voll sind. Und das hier, das sieht doch auch so richtig geil aus, was er hier macht. Und so wie hier in dieser Straße gibt es viele Souvenirshops mit schönen Sachen. Und hier ist ein Seifenshop und wenn man hier an dem Laden dran vorbeiläuft, da riecht es schon so gut raus. Das zieht einen automatisch da rein und man muss gucken, was es da alles Gutes gibt. Und was auch so lecker ist hier, diese Süßigkeiten in alle Geschmacksrichtungen. Ich habe gestern unterwegs auch von verschiedenen Leuten Ohrbote gekriegt. Wenn man so vorbeiläuft und freundlich guckt, dann stricken sie einem ein Tablett hin. Und wenn man darauf zugreife, da sind so leckere Sachen dabei. Hier ein großes Gewürzregal. Und hier getrocknete Sachen. Und ich habe ihn tatsächlich entdeckt, der erste Fahrradladen hier in Istanbul. Es sind zwar nur Kinderräder hier, aber immerhin. Und hier wird die Hochzeit gefeiert. Hier unten stehen die Ausflugsschiffe, dahinter sind noch andere Brücken und auch auf der Brücke hier sind unzählige Angler. Ich weiß nicht, wie viele hundert Leute hier stehen und ihre Angler rausschmeißen. Hier an einem der vielen Häfen in der Stadt stehen die Ausflugsschiffe, da unten wird fleißig geangelt.
Und hier oben, da stehen auch unzählige Angler und versuchen ihr Glück. Ich habe nie, egal wo in Istanbul, hier Angst gehabt, mein Fahrrad hinzustellen und abzuschließen. Gerade wenn man auf die orientalischen Märkte wie der ägyptische Markt hier geht, dann ist es zu eng mit dem Fahrrad und dann kann man es einfach abstellen. Und ich habe immer das Gefühl, da gucken ein Haufen Leute drauf und passen drauf auf. Und hier geht der orientalische Markt los. Und zieht sich hier durch die Gassen. Und an solchen Ständen hier, da schlägt mein Herz natürlich höher, weil ich ja so gern mit Holz schaffe. Und hier auf dem Bazar, da habe ich auch endlich mein Verlängerungskabel gefunden. Ich habe nur ein Verlängerungskabel dabei auf einer Kabelrolle, das ist oft viel zu lang. Und da habe ich schon gedacht, wenn ich doch mal 5 Meter hätte. Und da habe ich doch glatt 5 Meter gefunden. Zwar mit Doppelstecke ist von draußen nicht so gut, aber wenn es nicht regnet, passt es auch. Hier auf dem Markt, wo ich jetzt bin, da sind keine Touristen unterwegs. Hier kaufen die Einheimischen ein. Den Tipp habe ich von jemandem gekriegt, dass man hier günstiger Gewürze und Tee und andere getrocknete Sachen kriegt. Und hier ist eine Demonstration für freies Palästina. Und das hier ist der Eingang zum bekannten ägyptischen Bazar. Schade hier, dass man durch die Kamera nicht riechen kann. Das riecht hier so gut. Und so lecker sieht mein vegetarisches Essen zwischendurch aus. Und hier kriegt man Öfen für den Winter und Saftpresse und kleine und riesengroße Schüsseln. Das hier scheint die Metallgasse zu sein. Und sogar neue Schubkarre kann ich hier kaufen. Und das sieht man hier auch überall, dass Männer zusammen Backgammon oder Schach oder andere Spiele machen. Und in manchen Stadtvierteln wie hier ist abends eine ganze Menge los. Da füllen sich die Straßen mit vielen, vielen jungen Leuten. Und da feiern sie, kaufen noch ein, essen noch gemütlich was. Drei Monate insgesamt bin ich unterwegs, auf dem Weg nach Georgien. Jetzt im Moment ein paar Tage in Istanbul und was soll ich zu der Stadt sagen? Es ist einfach geil. Und wisst ihr, was das Allergeilste ist an dieser Stadt? Das sind die Menschen. Die sind so herzlich, die sind so freundlich, zuvorkommend. Ich habe so, so viele schöne Begegnungen gehabt. Das ist echt richtig, richtig schön. Ich freue mich, wenn du mich weiter verfolgst auf meiner Tour auf dem Weg nach Georgien. Es gibt noch ganz bestimmt viele schöne Erlebnisse wie hier. Alles Liebe, alles Gute, dein Mattes.